Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch noch eine schnelle Geschenkverpackung basteln. Wir haben ja kurz vor Weihnachten. So schaut sie aus. Die könnt ihr als Tischgoodie nehmen oder auch für den Postboten, Postbotin, je nachdem, wen ihr da beschenken möchtet. Wie die gemacht wird, das zeige ich euch. Ihr braucht gar nicht viel dafür. Und zwar braucht ihr ein Stück Farbkarton in der Größe 21 x 14. Dann bekommt ihr aus einem DIN A4 Bogen zwei Stück. Dann braucht ihr zwei Stücke DSP in 3,7 x 7,7 und zwei Stücke in 2,2 x 7,7. Dann habe ich mir hier schon den Weihnachtsmann mit Memento aufgestempelt und mit den Stampin' Blends koloriert. Ein kleines Schild mit fröhliche Weihnachten und ein paar Schneeflocken. Die habe ich ausgestanzt mit den Framelits, die es passend gibt zu diesem Weihnachtsset, Weihnachtswerkstatt. Da kommt auch der Weihnachtsmann raus und der Spruch fröhliche Weihnachten. Alle Maßangaben findet ihr auch auf meiner Homepage, die da lautet www.kreativepause-el.de. Das lege ich mir mal alles zur Seite hier. Wir fangen an mit dem Falzen. Und zwar an der kurzen Seite falzen wir rechts und links bei jeweils 3 cm. Also einmal rechts und jetzt wieder rechts, weil ich es rechts anlege. Auf jeden Fall an beiden Seiten bei 3 cm. Dann auf der langen Seite falzen wir als erstes bei 2,5. Dann drehen wir das rum und falzen bei 5, bei 9, bei 12 und bei 16. Und da man die 16 hier eigentlich gar nicht ablesen kann, legen wir uns jetzt die letzte gezogene Falz an die 4 cm. Und falzen nochmal. Und ein letztes Mal bei 18,5. Die haben wir jetzt wieder hier. Die können wir wieder ganz normal ablesen. Und das war's schon mit dem Falzen. Kommen wir zum Schneiden. Wir müssen jetzt, wir haben immer außen zwei kleine Rechtecke, die schneiden wir alle weg. Und da schaue ich jetzt, dass ich die Falz mit weggeschnitten kriege. Dann gibt das einen schöneren Abschluss. Das wähle ich raus jetzt. Also wie gesagt, das machen wir an allen vier Seiten. Schön darauf achten, dass ihr, upsala, da glitscht es mir aus der Hand, dass ihr die Falz mit wegschneidet. An der letzten Seite noch. So, dann bleiben jetzt an der langen Seite noch zwei Rechtecke oben und unten über und zwei Vierecke. Die Vierecke schneiden wir uns zu Klebelaschen. Eis rechts und links einschneiden bis zur kommenden Falz. Und anschrägen.
auf der anderen Seite genauso. Anschneiden, rechts und links bis zur kommenden Falz und abschrägen. Das war's dann vom Schneiden her schon. Jetzt können wir alles nachfalzen. Jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht. Die erste Falz außen knicken wir auch nach außen. So. Die anderen ganz normal, so wie wir die immer falten. Und hier jetzt genauso. Wir haben hier die Falz und diese. Die innere knicken wir nach innen. Und jetzt guckt uns hier die andere Falz schon an. Die knicken wir wiederum nach außen. Dann falzen wir uns die Seiten noch nach. So schaut das dann schon mal aus. Also diese beiden stehen jetzt hoch. Das bildet nachher hier oben diesen Verschluss. Die SP kommt als nächstes drauf. Die beiden großen Stücke. Nein, die SP kommt noch nicht. Erst müssen wir noch abrunden. Und zwar lege ich mir dazu hier oben die beiden Ecken aufeinander. Drücke mir das so ein bisschen platt. Nur aufpassen, dass das hier jetzt nicht knickt, damit wir das jetzt gleichzeitig, also beide Laschen, in unseren Abrunder bekommen. Eine Seite. Das geht ein bisschen schwer, weil das zwei Lagen sind. Aber das kriegt ihr hin. So, jetzt haben wir das hier oben nämlich schön passgenau aufeinander. Da steht nichts über. So, jetzt aber zum DSP. Die beiden großen Stücke kleben wir auf die großen Rechtecke. Die beiden kleinen runden wir uns auch noch eben ab. Einmal. Und zweimal. Die kommen dann hier oben drauf. Die legen wir aber erst noch mal an die Seite. Ich habe nämlich noch etwas vergessen. Und zwar müssen wir uns das hier oben noch lochen für das Band nachher. Und damit wir nicht durch vier Lagen, also durch zwei Lagen Pappe plus DSP, also durch vier Lagen müssen, stanze ich mir die Löcher jetzt schon einmal. Das mache ich jetzt Pi mal Auge. Ihr könnt das auch ausmessen, so wie ihr das möchtet. Ich achte jetzt einfach nur drauf, dass das hier an der Falzlinie hier anliegt. Dass wir da so ungefähr dann gleich die Löcher auf der gleichen Höhe haben. Dann haben wir die nämlich schon mal drin. Jetzt klebe ich das DSP auf und dann bin ich gleich wieder da. DSP ist angebracht. Wie ihr seht, habe ich mir jetzt hier die Löcher wieder zugeklebt. Was aber nicht schlimm ist, jetzt nehmen wir uns einfach nochmal die Zange und stanzen durch das DSP. Denn die Löcher sehen wir ja jetzt hier. Jetzt können wir die Box zusammenkleben. Ich bringe mal hier das mal eben an die Seite. Ich nehme dafür jetzt Tombow. Da könnt ihr natürlich auch was anderes für nehmen. Wir machen uns jetzt auf diese beiden kleinen Klebelaschen Tombow drauf.
So, und jetzt könnt ihr euch eine Seite aussuchen von den Rechtecken. Nur ihr müsst dann gleich darauf achten, dass ihr das an beiden Seiten gleich macht, damit wir gleich eine schöne Front haben. Kurz festhalten. Und diese beiden Rechtecke kleben wir uns jetzt hier ran. Und dann haben wir hier gleich eine schöne, saubere Front. Dazu stelle ich mir das jetzt hochkant hin. Auch da kurz festhalten. Die andere Seite noch. Ups, das war ein bisschen viel. Auch da kurz festhalten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diese Seiten jetzt auch noch mit DSP verzieren. Das bleibt euch aber selber überlassen, so wie ihr das mögt. Ich gehe da jetzt noch mal kurz mit dem Falzbein rein, drücke mir das noch mal ordentlich an. Dann kann der Tombo auch schon an die Seite. Jetzt lege ich mir hier oben die Löcher wieder genau aufeinander. Dann nehme ich eine kleine Klammer zur Hilfe. Ich habe jetzt hier so eine Mini-Wäscheklammer. Dann brauche ich Band. Das habe ich mir jetzt nicht hier hingelegt. Ich klaue mir mal eben das von dieser Box. Dann kann ich euch auch noch zeigen, wie sie sich öffnet. Und zwar so. Jetzt nehmen wir uns die Kordel. Ich habe hier die gestreifte Kordel in Gartengrün. Die fädeln wir uns jetzt von vorne und dann von hinten wieder durch. Und dann machen wir uns da eine Schleife drauf, was jetzt natürlich wieder schief geht, weil ich gerade am Aufnehmen bin. Das ist meistens so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist einfach so, wenn die Kamera mitläuft, bekommt man die Schleife meistens nicht so schön hin. Naja, das geht ja noch, das geht ja noch. Jetzt kürze ich mir das Band. Dann haben wir ja noch, jetzt kann die Klammer auch weg, unseren Weihnachtsmann. Seht ihr, jetzt ist sie wieder verrutscht. Den mache ich mir jetzt, na doch, ich habe die richtige Seite vorne. Den mache ich mir jetzt hier hin. Dann nehme ich mir jetzt einfach Dimensionals. Na. Dann platzieren wir den hier vorne auf der Box. Das fröhliche Weihnachten. Dafür nehmen wir jetzt ein Glue Dot, wenn ich sie dann aufbekomme. Jetzt mal zwei. Ich
habe das hier extra ein Stück länger gelassen. Das schiebe ich mir jetzt hier so drunter. Ups, nicht zu feste drücken. So, dann haben wir noch die Schneeflocken. Da könnt ihr jetzt natürlich so viele draufkleben, wie ihr mögt. Ich habe jetzt einfach mal ein paar mehr ausgestanzt. Ach, im Übrigen, ausgestanzt habe ich die aus dem Schimmer, Sternschimmer, Sternschimmerpapier ist das, genau. Die klebe ich mir jetzt alle mit Glue Dots auf. Nehmen wir noch einen kleinen dazu. Den setzen wir hier noch hin, ein bisschen versteckt hinterm Spruch. So, und das war's schon für heute. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Mit der Schleife, wie immer, die kriegt ihr zu Hause besser hin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Über ein Abo, Daumen nach oben, freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!